lieben Freunde der schlechten Unterhaltung. Ja, mein Name ist Steffen, dein Moderator von FreeLP und ich begrüße dich ganz herzlich zurück zu Let's Play Star Trek Online. In der letzten Episode haben wir endlich das Tutorial hinter uns gebracht und wir können jetzt endlich mit unserer USS FreeLP 1 einen leichten Kreuzer der NX-Klasse endlich ins Geschehen eintauchen. So, jetzt müssen wir mal kurz mal gucken, ist der besser? Wieso hatten die das jetzt? Bist du bescheuert? Hat der eine Macke? So, dahin. Dahin. Was ist das? Automatik brauche ich gleich. Du musst dahin, du bist eine Bahn, du musst dahin, du musst dahin, du musst dahin, du gehst dahin, du gehst rein, du gehst dahin, dann muss ich das noch. Ja, sorry Freunde, muss sein, dass ich den dann noch einsetzen kann. Und jetzt dürft's wieder hinhauen. Ja, gut. Farblich werden wir das Schiff noch nicht anpassen. Crewmäßig bin ich der Meinung, mache ich dann auch noch schnell. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. So, und zwar muss ich jetzt meine Crew anpassen. Was ich auch machen werde. Habe ich eigentlich... Ja, warte mal, habe ich jetzt... Kann ich... Nein, Quatsch. Das interessiert uns jetzt noch nicht. Jetzt müssen wir ganz kurz was gucken. Ah, sag ich doch. Ja, nämlich... okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt sein. Ich kriege ständig irgendwelche Freundschaftsanfragen. Ich bin so nett und nehme sie an. Und ja, dann winke, winke, tinke, winke. Okay, an dieser Stelle, liebe Freunde, wenn ihr der Meinung seid, mit mir gemeinsam Star Trek Online spielen zu wollen, dann müsstet ihr entweder die Freundschaftsanfrage annehmen oder wir lassen das Ganze gleich sein. Diese... Sierra Uniform und dann müsste ich mal gucken. Das nächste Abzeichen, nein. Oben. Das ist die Jupiter-Geschichte. Will ich aber nicht. Ich will Sierra. Sierra 5 will ich haben. So. Genau. So, jetzt müssen wir das mal noch mal gucken. Rang. Sind wir ja Lieutenant? Dann müssen wir mal gucken, das war das so noch nie. Ja, so. Ja, es geht. So, dann das hier bitte auch nochmal. Schwarz. So, jetzt müssen wir mal gucken. Handbefestigung, Spionage, Hände. Ja, ich habe einen etwas eigenartigen Kleiderstil, ich weiß. Ist auch nicht so schlimm. Ja, leider die ersten 5 Minuten. Oder wisst ihr was? Ich werde das nicht machen. Ich werde das offscreen machen. Weil ansonsten, ja, rufen
Akzeptieren. Akzeptieren. Ach, jetzt haben wir es erst gekriegt. Okay. Warum haben wir das jetzt App jetzt erst gekriegt? Du musst dahin, du gehst 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 dahin. So. Dann, wenn wir schon mal hier sind, werden wir uns natürlich gleich noch genauere Informationen über die Quest holen. Ich lasse alles erstmal blinken, ist egal. Aufgabe ist klar, Rettung der USS Azura. Optional sprechen Sie mit Cecil. Malcolm Cecil in der Werft. Das machen wir jetzt. Der steht nämlich da. Moin, Kollege. Da haben wir die Defiant. Ein Forschungsschiff. Da haben wir noch ein Angriffskreuzer. Dann haben wir hinter dem Angriffskreuzer ein Eskortschiff. Dann haben wir, glaube ich, einen verbesserten Kreuzer. Und hier vorne ist ein, direkt gerade vor mir, das dürfte dann ein Führungskreuzer sein. So, dann. Da haben wir schon. Nöp. Spocky, beam mich hoch. Ach ja, da ist die gute Dame, da ist die gute Dame. Unser neues Schiffchen der NX-Klasse. Juhu! Massgeschwindigkeit, auf geht's, der Azura braucht uns. Energie. Und so langsam kriege ich Angst, meine Framezahl. My friend sacrificed so much to secure peace with the Klingons. I bear the responsibility for the consequences to him and his crew. A thought that troubles me to this day. The hope was that this alliance would last forever. It did not. The Klingons have chosen war. The Federation is doing its utmost to protect its borders and the billions of innocents who call this space home. But I fear that this conflict may be our undoing. Alles klar, Herr Kommissar. Ich muss mir, stimmt, ich habe da was vergessen. Ich muss mir das nämlich noch einstellen. Hey, mein Rufhaken. Der darf natürlich nirgendwo fehlen. Haben wir schon. Bin ja auf dem Weg. Ist nicht das schnellste Schiff. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich freue mich, dass ich sie wieder verwenden kann. In der zweiten Folge von den Föderationsday habe ich das eigentlich schon begrüßt. Falls nicht, kommt ein bisschen spät. Nein, noch keine Flotteneinladung, bitte. Wenn ihr der Meinung seid, mich in einer Flotte aufnehmen zu wollen, dann bitte tut mir einen Gefallen. Meldet euch bei mir unter der E-Mail-Adresse kubanito@yahoo.de. Und dort habt ihr die Möglichkeit, euch vorzustellen, hier irgendwie mir irgendwelche Anfragen zu machen, ist so an sich nicht drin. Lehne ich gleich kategorisch ab. An dieser Stelle mal Infos, wie gesagt, schreibt mir über meine E-Mail-Adresse, schreibt mir auf meiner Fanseite, schreibt mir über YouTube, ist mir egal. Stellt euch vor, erzählt ein bisschen was von euch, dass wir uns kennenlernen können und dann können wir gemeinsam Fahrzeug online spielen, aber einfach eine Anfrage zu machen, sorry Leute, partout ist nicht. Sei an dieser Stelle mal so gesagt. So, Aufgabe ganz simpel. Orionerfahren. So, Automatikwaffen sind aktiv, ich bin ein fauler Kapitän. Sobald der jetzt in Schussreichweite ist, kriegt er erstmal eine Torpedosalbe abkassiert. Ja.
So, das waren die ersten zwei. Ja, Leute, ich schaue mir das jetzt etwas später an. Ich bin gerade ein bisschen durchgegangen. Wenn ihr, wie gesagt, Freundschaft erfahrt, ist klar. Dann macht euch halt eine Sorge, die Jungs aufhalten. So, Gamer. Ich habe schon eine Teile. Hab aber auch immer noch keine Verbunden. Ausrüsten von meinem Charakter ein bisschen viel Zeit verloren, aber egal. Auf wie geht's? Weiter im Text. Stopp. Du hast ihn drin. Nimm mal das hier. Ach, ich alter Mann. Auf geht's. Energie. Ja, und da sind wir an Bord der USS Azura angekommen. Wie es weitergeht. Nein, Quatsch. Ich spiele natürlich weiter. Ich hab doch was gesagt. Ja, ist okay. Ist okay. Gut. Kommt ihr mit? Ja. Einsammeln, was geht. Weil wir machen ja ein Föderationsday. Es geht hier vorwärts. Juhu. Endlich. Tutorial abgeschlossen. Erste Hauptmission. Mann, was freue ich mich. Das habe ich total vergessen. So lange ist es schon her. Das hier, da. Achso, gut. Da geht's rein. Das wollte ich. Ich wollte jetzt bloß wissen. Ich wollte es bloß wissen, ob ihr auch, ob ihr den Weg kennt. Nein. Down. Hier werden wir mal scannen. Wie gesagt, ich versuche so viel wie möglich mitzunehmen. Weil ich weiß auch, dass wir noch craften müssen. Habe ich mich aber großartig nie mit beschäftigt. Wird mal langsam Zeit dafür. Und meine Framezahl hat sich auch wieder beruhigt. Das ist schön. Weiß auch nicht, woran es lag. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.